Hallo ihr Leseratten, willkommen zum Lesemonat. Und herzlich willkommen zum Lesemonat und willkommen zu meinem Lesemonat. Hallo ihr Leseratten, willkommen zu einem sehr, sehr kurzen Lesemonat. Ich hätte einfach so viel um die Ohren, immer noch eigentlich, dass das Lesen eher hinten ansteht. Inzwischen geht es wieder ein bisschen. Aber ich will noch nicht so viel schreien, dass es wieder funktioniert. Aber mein Kopf ist einfach so vollgestopft gewesen, vor allem im August jetzt auch, dass ich kaum zum Lesen komme. Es fing ja schon Ende Juli, glaube ich, an, dass ich weniger gelesen habe, weil ich einfach so viel im Kopf hatte. Und ja, deswegen kam das Lesen viel, viel, viel zu kurz. Ich habe also gerade mal 2 Bücher beendet, wobei, ja, ihr werdet sehen. Das eine ist Flüsterwald Band, also Staffel 2, Band 3, In den Fängen der Zauberin von Andreas Suranek. Diesen wunderschönen Farbschnitt. Sieht auch langsam schön die Sonne auf und alles, es wird schön und ja. Noch ein Band, dann ist das Finale wieder erreicht. Ich kann zu der Staffel, also dem Buch auch nicht viel sagen, weil es ja wieder mal dritte Band der zweiten Staffel auch noch ist. Ich liebe Flüsterwald, das wisst ihr, deswegen auch 5 Sterne wieder. Es hat einfach wieder so viel Spaß gemacht und wir waren diesmal ganz woanders unterwegs, und zwar in Australien. Es ist auch ein Regenbogengürteltier, was auch eine gute Rolle spielt. Und neben Rani ist der auch mein Liebling geworden, der ist auch genauso toll wie Rani, die beiden verstehen sich auch sehr gut. Ja, finde ich großartig. Und hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht zu lesen. Es war spannend. Es war wieder ein typisches Flüsterwald-Buch. Genau. Dann habe ich gelesen ein E-Book, deswegen kann ich euch das nicht in die Kamera zeigen, sondern blende es hier wieder mal ein. Und zwar Shelton Village Miniband 1, das verschwundene Dorf von Simaya Sulane. Ja, hatte ich irgendwann mal vor etlichen Millionen Jahren als gratis E-Book bei Amazon geholt, wie so viele. Und habe mir jetzt gedacht, oh, das passt eigentlich ganz gut. Oder war das, als ich es durch Zufall ausgewählt habe, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall bin ich da auf meinem Bookcook gestoßen, in meinem Programm für meine Bücher. Und dachte mir so, das klingt doch nach einem guten Buch. Oder beziehungsweise ich habe dann geguckt, bei Amazon auch, und die ganze Reihe, also es gibt, das Buch gibt es irgendwie nicht mehr, warum auch immer, diese Minibänder, obwohl die auch nicht so viel dicker sind als die regulären Bücher, gibt es irgendwie nicht mehr, aber die reguläre Reihe gibt es noch, und davon gibt es 18 Bände, so mit 130 Seiten ungefähr, und die muten also ein bisschen spooky an, Halloween-mäßig, es geht auch hier ganz viel um Geister und Übernatürlichem. Und ja, deswegen habe ich gedacht, ich probiere das mal aus. Vielleicht ist das ja eine neue Reihe für Halloween. Und ich habe, wie gesagt, dieses Miniband gelesen. Der hat auch nur 89 Seiten gehabt. Also der hat nicht viel weniger als die anderen Bücher, aber ein bisschen weniger. Und es hat mir richtig gut gefallen. Es ist ein Jugendbuch. Es spielt mit Zwillingen. Ich weiß ja immer nur die Zwillinge oder ob der andere Freund auch immer so eine Rolle mitspielt oder ob die Zwillinge mehr im Vorderrand stehen. Ich, wie gesagt, ich kenne nur das eine Buch. Und das wird auch mit ihrem Großvater erzählt. Wahrscheinlich werden alle Bücher von dem Großvater erzählt, weil am Ende wird immer gesagt, ja, wir müssen unserem Großvater wieder alles erzählen. Ich habe immer das Gefühl, ich schreibe es irgendwie auf. Und wahrscheinlich erzählt der Großvater dann die Geschichten, was ja auch nicht schlecht ist. Er ist gar nicht dabei, aber er erzählt die Geschichte, weil sich alles erzählen lässt von seinen Enkelkindern, die irgendwie auch bei ihm wohnen. Wie gesagt, es ist irgendwie so ein Band, wo wir einfach reingeworfen werden und das eigentlich schon lange in der Vergangenheit spielt. Am Anfang wird auch genannt so, ja, sind die alle schon groß. Also, ja, keine Ahnung. Ich habe aber mir vorgenommen, dieses Jahr vielleicht, hoffentlich, würde es mir wünschen, den ersten Band zu kaufen und zu lesen. Und dann wissen wir mehr über die Reihe. Auf jeden Fall hat mir, wie gesagt, das gut gefallen. Es hat 4 Sterne von mir bekommen. Die waren, ja, mehr oder weniger campen gewesen mit dem Nachbarn und eben einem Kumpel von den beiden. Und ja, dann auf der Rückfahrt verfahren sie sich, bleiben im Schlamm stecken in so einem Waldweg und gelangen dann in dieses Dorf, wo etwas Mysteriöses vor sich geht, wo eine Hexe haust, die vertrieben werden soll und so weiter und so fort. Und ja, die
beiden Zwillinge sind auf jeden Fall sofort Feuer und Flamme. Der Freund ist so ein bisschen verhaltener, so ein bisschen ängstlicher. Sieht das Ganze nicht so toll wie lieber, als wieder ins Auto gehen, da übernachten. Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön. Und hat mir gut gefallen. Wie gesagt, 4 Sterne habe ich schon gesagt, weiß ich nicht. Genau. Und das war auch schon alles, was ich gelesen habe. Ja. Nicht sehr viel, würde ich sagen. Habt ihr mehr gelesen? Wenn ja, was war euer Highlight? Ich bin froh, dass ich zumindest gute Bücher gelesen habe, die mir gefallen haben und nicht denn auch noch irgendwelches gelesen habe. Ich dachte so, boah, was ist das denn? Das wäre noch blöder gewesen. Von daher bin ich damit dennoch zufrieden und hätte mehr sein können natürlich, aber ist halt manchmal so. Manchmal hat man so Phasen, wo es einfach nicht funktioniert, weil der Kopf einfach so voll ist mit Sachen. Es war keine richtige Leseflaute. Die kam erst ein bisschen später, wo ich in 1000 Bücher angefangen habe und dachte, was lese ich denn jetzt? Weil ich irgendwie also nicht richtig Lust hatte und ja, das habe ich hoffentlich jetzt auch überwunden. Wir werden es sehen Ende des Monats, beziehungsweise Anfang des nächsten Monats. Und ansonsten wünsche ich jetzt auch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.